edle Nacht, Elfen. Natürlich spielen wir auf schwer, normal. Okay, was haben wir fertig? Prolog-Kampagne, ready. Menschen-Kampagne, ready. Und Toten-Kampagne, ready. Ork-Kampagne, ready. Nachtelfen-Kampagne, starten. Kapitel 1. Der Feind vor den Toren. Ui. Durch das heroische Opfer von Grom Hellscream wurde der Grubenlord Manoroth getötet und dem dämonischen Fluch, mit den Orks geschlagen waren, ein Ende gesetzt. Die vereinigten Streitkräfte der Menschen und Orks sind jedoch tiefer in Wälder von Ashenvale eingedrungen. Sie wollen herausfinden, ob dem Land noch immer eine Gefahr durch Dämonen droht. Tyrande Whisperwind, die Anführerin der Nachtelfen, Wächter, ist überzeugt, dass diese Fremden... dass diese Fremden ihre verzauberten Heimat nur Unheil bringen werden. Und im Endeffekt haben sie sich mit der Allianz verbunden und den Menschen. Verzeiht, Priesterin, doch ihr seid seit Stunden in den Anblick von Ashenvale versunken. Etwas Dunkles regt sich in den Wäldern, Chandris. Ich spüre es. Und es scheint sich uns zu nähern. Die Grünhäute, die Cenarius getötet haben? Vielleicht. Vielleicht etwas Größeres. Ihr seid Perf. Eine grüne Taube. Legt euch ins Zeug. Jaina und der Kriegshäuptling der Orks erwarten, First dass dieser Stützpunkt schnell gebaut wird. Ha! Wir sollten gar nicht hier sein. Schon gar nicht mit den Orks. Wir sind hier, um die restlichen Dämonen zu jagen, Mensch. Ihr habt Glück, dass wir dieselben Ziele verfolgen. Nun gut, Männer. Nehmt euch zusammen. Zurück an die Arbeit. Dann aber so. Recht. Diese Orks und Menschen maßen sich also an, durch unser Land zu trampeln? Es wird ihnen leid tun, dass sie Ashenvale je betreten haben. Wir errichten einen Stützpunkt und geben diesen Fremden, was sie verdienen. Das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. Eine Goldmine durchwuchern, einen Mondbrunnen errichten, einen Uhrturm des Krieges errichten, 5 Bogenschützen ausbilden. Also das Interface von den Nachtelfen gefällt mir bis jetzt echt am besten. So, von den Dingern her. So, hier. Der Baum des Lebens ist das Herz unserer Nachtelfendörfer. Okay, der hier. Nutzt die Fähigkeit des Baums, um die Goldmine zu durchwuchern. Baum des Lebens. Ist die Mine durchwuchert, schickt Irrwische hinein, die das Gold schürfen. Okay. 1300 hat er. So, geh mal durchwuchern. Baum. Baum. Die Göttin ruft. Was hatten die für Skills? Eure Volltreffer? Die Fische sind freundliche kleine Geister, die Holz und Gold für eure Dörfer beschaffen. Sie erbauen auch die Gebäude, mit denen wir mehr Krieger ausbilden können. Fische können sich mit Bäumen verbinden und Holzrohstoffe zurückbringen, ohne den Baum beschädigen oder ihn zu irgendwas. Der wuchert das durch. Ach, das ist schon mehr als die Hälfte. So, ich versuche die mal zurückzuholen. Hier können noch mehr Fische gebaut werden. Eins, bauen wir ein. Ach, da bauen die jetzt Holz ab. Müssen die das zurückbringen? Nö, müssen sie nicht. Ey, wie Imba ist das denn? Die müssen das Holz nicht zurückbringen. Das ist ja cool. Und werden verdammt schnell ausgebildet. Aber haben nur 120 Leben. Euer Gebäude ist fertig. Cool. Wir müssen... Okay, machen wir es mal. Holt ein bisschen Gold. Okay, da können 5 Dinger rein und... Boah, die müssen auch einfach nur reingehen. Dann holen die schon das Gold daraus. Die Mondbrunnen sind Quellen von Nahrung und Kraft.
Ihr könnt weitere Mondbrunnen bauen, die mehr Truppen ernähren. Da unten sind die Orks und die Nacht, die Menschen. Hier sind fünf Irrwische drin. Damit ihr mehr Truppen ausbilden könnt, erbaut ihr ein Urtum des Krieges. Nur gleich, ich will nur eben Irrwische bauen. Kann man den Baum des Lebens eigentlich updaten? Wenn nicht, weiß ich nicht, aber die Nachtelfen sind ja echt verdammt popel einfach bis jetzt. Das ist ja echt lächerlich. Die spielen sich ein bisschen wie die Untoten. Die müssen auch so die Mine mit so einem komischen Ding machen und dann... Ne? There's a zombie around. Auf euer Zeichen. Bogenschützen. Baut mehr Mondbrunnen. Verdammt. Okay, machen wir. Okay, was ist Baum des Lebens, Uhrturm des Krieges, Mondbrunnen. Imber. Dafür aber immer nur 5 Holz ab, aber dafür auch ein bisschen schneller, oder? Ja, scheint ganz so danach auszulucken. Die holen Gold. Passt doch alles. An Mondbrunnen dauern, aber irgendwie lang. Baum des Lebens. Das ist hier. Da wird aufgebaut mit jeweils 3 Punkten. Das ist gut. Ich folge der Stimme von Elun. Elun. Euer Gebäude ist fertig. Nachts können viele Einheiten der Nachtelfen Schattenmimik finden. Cool. Ein Urturm des Krieges bauen. Mondbrunnen können die Lebensenergie und das Mana aller befreundeten Einheiten wieder auffüllen. Der Würwisch kann... ist ein Nachtelfengeist. Der beim Bau eines Uhrturms verbraucht wird. Ach so. Und ein Irrwisch geht nur an einen Baum ran. Leben und Mana füllen. Jemand bedroht die Wildnis. Also ich skill gleich die Volltreffer-Aura, weil die ist ja echt imber. Unverzüglich. Euer Gebäude ist fertig. 5 Bogenschützen ausgebildet. Was kann denn der? Kann er sich bewegen eigentlich? Nee. Der kann nur die Bitches hier ausbilden. 1, 2, 4, 5 brauchen wir. Und das passt auch. Eventuell müssen wir noch so einen Brunnen bauen. Das geht dann ja parallel. Das ist also okay. Ich warte auf euch. Die Göttin, ich bin bereit. Den Weg. Ich folge der Stimme von Elu. Jemand bedroht die Wildnis. 550 Leben hat die. Die haben 220, aber ich denke mal, die machen echt gut Schaden. Wie ist das Angriffstempo von denen? Tempo normal. Ich bin bereit. Kraft des Mondes, Stufe 0. Stichangriffe erhöht die Schadenswirkung bei schwer gepanzerter Einheit und reduzierte bei verstärkter und leichter Rüstung. Mhm. Also Nachtelfen sind cool. Auswurzeln ermöglicht den Urturm weiterzuziehen. Euer Gebäude ist fertig. Mhm. Ey, der ist ja noch da, der. Ach, bei Urtürmen löst er sich auf. Das ist das Altar ich der bin Alten. Bereit. So, noch eine Bitch und dann sind wir ready. To fight!
Auch wenn ich gern mehr hätte, weil Jäger sind geil, vor allem so eine Truppe Jäger. Jetzt haben wir schon 5. Aber nur 4 ausgebildet. Ausspähen kann ich ja mal machen. Wo ist denn die Eule? Ich bin bereit. Habe ich vorhin Taube gesagt, ja, oder? Den Paladin töten. Oh, wie gemein. Ich muss ein Geschöpf des Lichts umbringen. Hier sind Orks, die sich auch ausbreiten. Die Mission habe ich übrigens nicht angespielt, falls ihr das jetzt denkt. Nur es ist ja mal sowas von offensichtlich, dass man diese komische Eule hier benutzen muss. Ja, wir sind fertig. Ich folge der Stimme von Elun. Bei Elun. Euer Gebäude ist fertig. Cool. Ashrasoraman. Truppe 1. Hier oben ist nichts. So sei es. Hier können die nicht runter. Ich bin bereit. Gut, dann trefft euch da. Ihr seid am Zug. Du gehst auch hier hin. Kein Wort mehr. Und treffen tun sich die neuen hier. Auf euer Zeichen. Du greifst den an. Vorwärts. Ihr seid am Zug. Ich bin bereit. Die Göttin ruft. Oh, die kriegen aber guten Schaden rein. Das ist doof. Der Tyrande kriegt die PE. Ich weiß, was wir machen. Ihr beide geht mal ein bisschen was trinken. Ich bin bereit. Wann heilt ihr euch nämlich? Auf euer Zeichen. Zeigt den Weg. Ach, das ist einfach. Einfach nur geil. Die Göttin ruft. Ich bin so, na toll, saugt meine Mom. Er leckt mich doch am Arsch. Aber ich könnte das nicht hören. Ein will ich noch bauen, damit ich eine volle Truppe hab. Wo haben wir die denn? Ach, können keine mehr bauen, weil... Alter, ich mach mal eben einen Cut. Sorry, aber... Ne, bis gleich. Geht weiter. So, hier ist unsere Truppe. Eventuell ist jetzt meine Laune etwas anders als vorher. Wo sind meine Nordelfies? Sind Mondbrunnen alle sobald man losgetrunken hat, oder wie? Egal, Pildus. Ach, die habe ich nicht mehr ausgewählt. Das ist das Ding. Ich folge der Stimme von Elun. Bei Elun. Ich will mal alle Quests mitnehmen. Was gibt's denn hier noch für ein Quark? Bei Elun. Komm mal die Schnauze jetzt mal, du blöde Jägerin. Hier scheint mir Schütze zu sein. Das erkenne ich, aber das ist ein Baumstumpf. So sei es. Häuser sind hier, das heißt Zivilisation wurde hier anscheinend ausgerottet. Oder hat hier nie existiert. Zu den Waffen! Anudora! Ich warte auf euch. Ich werde es versuchen. Die Göttin ruft. Nein, eine Nachtelfin ist draufgegangen. Im Namen von Cenarius. Und tschüss. Jemand bedroht die Wildnis. Anudora! Wie die Göttin wünscht. So sei es. Enduliressa. Im Namen von Cenarius. Ich wusste, dass da was drin ist. Und da auch noch, seht ihr? Ich folge der Stimme von Elun. Folgst meiner Stimme, du blöde Kuh. Auf euer Zeichen. Die Göttin ruft. Ich will Level-Up haben. Wie viele P haben wir? 2. Naja, ein paar halt. Okay. Die Göttin ruft. Gut, dann gehen wir weiter. Ja, ich bin etwas so ruhig. Ich muss mich konzentrieren. Warcraft ist echt so... Strategiespiele. Was erwartet ihr da von einem Let's Player, bitte? So. Ich weiß jetzt auch immer gar nicht, was ich so für eine Scheiße erzählen soll. Die Göttin wünscht. Ich versuche. Halt, trotzdem immer was zu sagen.
So, wir können jetzt verbergen, haben wir jetzt an. Okay, da ist ausnahmsweise immer nichts drin. Unverzüglich. Soll heißen, wenn wir stehen bleiben, sind wir unsichtbar. Ihr seid am Zug. Seht ihr? Ich folge der Stimme von Elun. Enduliressa. Anudora. Bei Elun. Nichts. Bandu Soribas, Sterbliche. Ihr habt dieses Land entweiht und werdet büßen. Ach du Scheiße. Enduliressa. Die Göttin ruft. Wie die Göttin wünscht. Anudora. Okay, ich habe irgendwas falsch gemacht. Glaub ich zumindest. Zwei haben überlebt. Jemand bedroht die Wildnis. Irwischs baut noch mehr Mana-Brunnen. Danke. Ich bin bereit. Okay, am Anfang Goldmine, Dingens, Irwischereien. Und dann, das sind die Häuser. Der Altar ist klar zum Retzen. Das sind die Ausbildungslager. Ich folge der Stimme von Elun. Ich warte auf euch. Ich bin bereit. Na, die füllen sich wieder auf, alles klar. Es dauert aber anscheinend ein bisschen. Aber das ist ja okay. Kein Wort mehr. Die Göttin ruft. Ashrasoraman. Ich bin bereit. Hier ist ein Brunnen. Euer Gebäude ist fertig. Unsere Krieger greifen den Feind an. Jemand bedroht die Wildnis. Euer Gebäude ist fertig. Sie gehen so langsam tot. Ashrasoraman. Ich bin bereit. Jemand bedroht die Wildnis. Auf euer Zeichen. Viel zu leicht. Some of this wood. Thanks. Nur sorry, mein Ohr hat gerade ein bisschen gejuckt. So, ich warte mal eben, bis die Göttin ruft. Ganz viele Einheiten fertig sind und dann sehen wir uns gleich. Ihr seid am Zug. So, und diese Unterbrechung hat auch ein Ende. Wir haben jetzt eine Menge Nachtelfen. Ashrasoraman. Erste Truppe. Ihr seid am Zug. Zweite Truppe. Ich folge der Stimme von Elun. Auf euer Zeichen. Ich warte auf euch. Dritte Truppe. Ihr seid am Zug. Ich warte auf euch. Und die vierte müssen wir so zusammenwurschteln irgendwie. Zeigt den Weg. Vier. Wenn sich jetzt alle bewegen, wissen wir, dass wir alle ausgewählt haben. Die übrig bleiben, machen wir einfach noch eine Truppe für. Ah, hier. Zeigt den Weg. Auf den Weg. Los. Unsere Krieger greifen den Feind an. Ihr seid am Zug. Ach ja, und Tyrande hat ein Level abbekommen. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Ich warte auf euch. Ich werde es versuchen. Egal, wie viele wir verlieren. Obwohl, speichern soll ich schon vorher. So. Ein Schuss, ein Treffer. Die Zeig uns euer Zeichen. Vorwärts. Und fertig. Ich war auf der Stimme von Elun. Ich war auf euer Zeichen. So. Hohe Kosten haben wir. Bilden wir noch mal welche aus. Ihr holt Holz. Ashrasoraman, zeig ich warte auf euch. Ich bin bereit. Oh, da hat er sich gebabbelt, das sagt ich. Ich warte schön und gut. Und ich warte auf euch. Ihr seid am Zug.
Ich habe euch die Stimme von Elon. Ich warte auf euch. Auf euer Zeichen. Ich werde ihn wieder. Jetzt können wir ihn aber angreifen, oder ist hier ein Heiler? Nee. Schießt ihn down. Zeigt den Weg. Viel zu leicht. Schön, au, oh nein, der Elf ist noch draufgegangen. Invasorin ist schon da. Fertig die Quest, oder was? Vielleicht um in die Nachtelfen reinzukommen. Wieso laufen die denn weg? Wer lacht da so? Oh, das finde ich, glaube ich, gut. Pom-pom-paff. Ui. Tyrondrius. Die Untoten, verteidigt euch! Sie müssen uns von Lordaeron gefolgt sein. Elun, steh uns bei. Die Toten rücken in Wellen vor. Rasch, meine Schwestern, zurück zu den Bäumen. Einer solchen Streitmacht sind wir nicht gewachsen. Meinst du nicht? Naja, gut, Sieg. Ich mache jetzt aber erstmal hier einen Schnitt, weil die Mission soweit fertig ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Mission. Heute spiele ich mal ein bisschen Nachtelf. Bis gleich, euer Dab. Ciao.